Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch endlich, wie ich meinen Joghurt selber mache. Das geht so einfach, so schnell. Macht es unbedingt nach und dann werdet ihr, wie ich, sagen, Mann, warum habe ich das nicht schon vor Jahren angefangen selber zu machen? Denn es ist so einfach. Ich weiß gar nicht, warum wir immer denken, dass das so kompliziert ist. Es ist super easy. Ich habe ein bisschen geübt und geschaut und getestet und das ist jetzt so eigentlich ja, die Art, wie ich meinen Joghurt mache, wo ich den am schönsten und am leckersten finde. Deswegen, falls ihr den gerne nachmachen wollt, zeige ich euch jetzt, wie es geht. Es ist super einfach. Ihr braucht nur zwei Zutaten dafür und zwar einfach nur Milch und Joghurt, denn im Joghurt ist natürlich schon die Kultur drinne, die wir benötigen, um einen neuen Joghurt herzustellen. Ich verwende immer dann meinen Ansatz vom Joghurt, den könnt ihr dann immer wieder, lässt ihr euch immer ein bisschen was übrig für den nächsten Joghurt. Aber wenn ihr das erste Mal einen Joghurt macht, müsst ihr natürlich einen kaufen oder ihr habt vielleicht im Bekanntenkreis jemanden, der einen schönen Joghurt macht, dann könnt ihr auch von ihr oder ihm etwas Joghurt nehmen. Ansonsten kauft ihr euch den Joghurt, der euch am besten schmeckt, sage ich jetzt mal so. Ich achte eher dabei, dass es eine schöne Bio-Qualität ist, am besten Weidemilch. Ich habe zum Beispiel so einen, ja, so einen Bio-Weidemilch-Joghurt mit 3,8% Fett. Auch die Milch benutze ich 3,8% Fett. Ihr könnt natürlich auch weniger nehmen, aber ich mache das immer so. Ich mag den so, weil der so schön sahnig, cremig ist. Also wie gesagt, mir schmeckt das so am besten. Viele empfehlen ja immer diesen Landliebe-Joghurt. Da habe ich mich damals auch durchgetestet. Einmal mit dem stichfesten und einmal mit dem auch milden, cremigen. Und da muss ich sagen, die haben mir nicht so geschmeckt. Ich fand den stichfesten halt zu, sag ich jetzt mal, zwar fest, aber wässrig, also von der Konsistenz und sehr säuerlich. Deswegen, wie gesagt, ich nehme diese Sachen. Dann schaut ihr einfach, wie viel Joghurt ihr machen möchtet. Ich mache natürlich immer eine etwas größere Portion mit 5 Liter Milch. Ihr könnt natürlich auch weniger machen. Ich zeige euch einmal eben, wie ich das mit meinem Ansatz mache und einmal mit dem gekauften, damit ihr den Unterschied seht. Ich zeige euch auch gleich nochmal den Unterschied, wie das mit dem gekauften ist. Es kann sein, dass der am Anfang, wenn ihr den das erste Mal macht, etwas flüssiger ist, also noch nicht ganz so fest. Macht euch da keine Sorgen, das ist überhaupt nicht schlimm. Der wird von Mal zu Mal besser. Also ihr lässt immer ein bisschen was von eurem Joghurt übrig und jedes Mal, wenn ihr den neu macht mit eurem Joghurt, wird der von Mal zu Mal schöner, von Mal zu Mal besser, von Mal zu Mal leckerer. Also gebt da auf jeden Fall nicht auf. Also, was ihr jetzt macht, ist, ihr nehmt eure Milch, tut sie in einem Topf. Ich nehme dafür schon extra hoch erhitzte Milch. Also ihr könnt auch frische Milch nehmen, die müsstet ihr aber ein bisschen länger kochen lassen. Deswegen spart euch diese Mühe, kauft einfach schon hoch erhitzte Milch, also haltbare Milch. Und ihr heizt sie auf 95 Grad. Das ist ungefähr, bevor das anfängt, richtig zu kochen, richtig zu blubbern. Also da könnt ihr Stopp machen oder ihr benutzt, wie ich, ein Thermometer. Ist auch nicht schlimm, wenn es mehr ist, aber so 95 Grad sollte die Milch dann schon erreichen. Danach den Herd einfach ausschalten und den Topf stehen lassen. Jetzt ist das Einzige, was eigentlich am längsten dauert, ist, ihr müsst warten, bis die Milch wieder abkühlt auf 50 Grad. Das kann dauern, kommt auf die Menge eben an. Wenn ihr eine kleine Menge macht, geht das schneller. Bei meinem 5 Liter Milchtopf hat es natürlich ein bisschen länger gedauert. Das hat so ungefähr eine Stunde, glaube ich, gedauert, bis sie dann runtergekühlt ist. Da könnt ihr auch entweder mit dem Thermometer die Temperatur messen oder ihr macht die kleine Fingermethode. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe mir einfach da ein Thermometer von Amazon bestellt und gut ist. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Aber ihr könnt es auch mit dem kleinen Finger testen, die Milch. Man sagt, also die Milch sollte schon warm sein, aber nicht so warm, dass ihr es nicht aushält, den kleinen Finger drin zu halten. Also entweder macht ihr die Methode oder eben mit dem Thermometer 50 Grad. Dann nehmt ihr eben auf 1 Liter Milch um die 1 bis 2 Esslöffel, da könnt ihr schauen, also ich mache das so genau, muss man das nicht nehmen. Also ein Esslöffel sollte das Minimum sein. Ich mache mal so 1,5 Esslöffel pro Liter Milch von dem Joghurt. Vermischt ihr einfach so ein bisschen mit der warmen Milch, damit es so ein bisschen sämiger ist und sich besser dann in der Milch verteilt. Schüttet das in die Milch, rührt es um.
Und das war es eigentlich auch schon. Dann füllt ihr den Joghurt um. Ihr könnt ihn auch gerne im Topf lassen. Also wenn ihr den so aufbewahren wollt im Kühlschrank, könnt ihr das auch gerne im Topf lassen. Ist gar kein Problem. Oder ihr füllt es eben um in Gläser. Da könnt ihr entweder kleine oder große. Ist eben euch überlassen, wo ihr das gerne einfüllen mögt. Und danach stellt ihr den Joghurt am besten, ich habe es jetzt die ganze Zeit einfach in den kalten Backofen, ja, nicht, dass ihr den Backofen anmacht oder so. Er darf ruhig auch ein bisschen lauwarm sein, falls ihr da vorher was gebacken habt oder so, ist gar kein Problem. Ich stelle ihn aber sehr gerne eben in den Backofen rein, weil der dann einfach da die Wärme hält und weil ich ja auch den so offen stehen lasse, ist der einfach da geschützt, dass hier nicht irgendwas rauffliegt oder welche Katzenhaare oder irgendwas. Deswegen ist er da aufgehoben. Ihr könnt aber auch den, wenn ihr den im Topf lasst, einfach den Deckel drauf machen, ein bisschen abdecken mit einem Küchentuch und auch einfach in der Küche stehen lassen. Jetzt ist es auch wärmer, könnt ihr auch eben, wie gesagt, draußen stehen lassen, gar kein Problem. Aber ich mag das so, dass ich den einfach in den Backofen stelle und dort lässt ihr den 10 bis 12 Stunden reifen, wenn ihr so eine große Portion macht wie ich. Falls ihr so kleine Gläser macht, reichen auch wirklich 4, 5, 6 Stunden. Müsst ihr ja gar nicht so lange, aber in den großen Gläsern lasse ich das gerne. Ich mache das am meisten sehr, sehr gerne über Nacht. Also abends mache ich gerne den Joghurt und lasse den einfach über Nacht dort stehen. Am nächsten Morgen hole ich ihn raus, tue die Deckel rauf und dann geht es ab in den Kühlschrank. Und das war's auch schon. Im Kühlschrank lässt ihr den so mindestens noch einen Tag und dann könnt ihr den auch schon verzehren. Ja, und dann ist euer Joghurt auch schon fertig. Ihr könnt den, also unser Joghurt wird immer schnell gegessen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass er 2 Wochen mindestens haltbar ist. Länger hat noch kein Joghurt bei uns überlebt. Ihr könnt euch gerne da in den Kommentaren austauschen. Ich glaube, mir hatte mal jemand geschrieben, dass ihr Joghurt auf jeden Fall 3 Wochen haltbar war. Also tauscht euch da gerne auf. Aber ich kann euch sagen, 2 Wochen ist am Minimum haltbar im Kühlschrank. Also ihr könnt da wirklich so schauen, wie viel ihr braucht und da eben eure Menge für 2 Wochen auf jeden Fall fertig machen. Und es ist super easy. Ich zeige euch jetzt einmal noch die Konsistenz. Einmal von meinem, den ich ja schon eben mehrfach von meinem Ansatz gemacht habe und wie die Konsistenz ist von dem frisch angesetzten Joghurt sozusagen. Und wie gesagt, gebt da nicht auf, macht da ruhig immer weiter und ihr werdet sehen, der wird von Mal zu Mal leckerer. Aber ich glaube, der ist trotzdem auch hier sehr, sehr gut gelungen. Deswegen schauen wir uns mal die Konsistenz an von dem neu angesetzten Joghurt. So würde der bei euch aussehen. 24 Stunden war der jetzt auch im Kühlschrank. Und so sieht der jetzt aus. Also ihr seht auch, dass der komplett fest ist. Ja, der ist doch super gelungen. Also ihr seht, er ist fest, trotzdem cremig. Also ich mag eben diese Art des Joghurts, eben nicht diesen stichfesten, sondern diesen festcremigen. Also trotz dessen ist er super schön fest. Aber falls er euch eben ein bisschen flüssiger sein sollte, ist das, wie gesagt, gar kein Problem. Der wird von Mal zu Mal schöner. Man merkt es nämlich dann, wenn man den so ein bisschen anfängt zu rühren, dass er dann eben ein bisschen flüssiger wird. So, schauen wir uns mal den anderen an. So sieht der Joghurt aus mit dem Ansatz von meinem Joghurt. Ist eigentlich gar kein Unterschied. Ist genauso fest, genauso cremig. Man merkt halt nur, dass er so ein bisschen, wenn ich den durchrühre, dass der einfach stabiler ist und nicht so schnell flüssig wird wie der andere. Der bleibt halt einfach cremig. Das ist so der kleine Unterschied, sage ich jetzt mal. Deswegen benutzt ihr einfach für euren nächsten Joghurt, macht ihr euch nochmal so eine kleine Schale extra und behaltet den dann, wenn euer Joghurt leer geht, damit ihr damit dann die nächsten machen könnt. So, ich mache jetzt nochmal so den Taste-Test. Das ist der frisch, also vom neu gemachte Joghurt sozusagen. Und das ist schon von meinem Ansatz. Ja, und da merkt man so diesen kleinen Unterschied, dass meiner halt eben dieses, wie ich meinte, so fester, cremiger, der ist so ein bisschen leicht, hat noch so einen leicht wässrigen Geschmack, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem super lecker. Also ich finde den so sehr gut, weil ich finde hier so die Säure und Cremigkeit so genau richtig. Der ist nicht zu sauer, aber auch nicht zu mild, weil einmal hatte ich einen gemacht, der war mir auch viel zu mild. Und deswegen finde ich den so perfekt. So ist er wirklich super. Also macht euch auch für den Anfang erstmal so eine kleinere Menge.
Und danach verwendet ihr von eurem selbstgemachten Joghurt dann etwas für den neuen Joghurt und er wird immer schöner, immer leckerer. Schreibt mir super gern in die Kommentare, wenn ihr den Joghurt gemacht habt und wie er euch gelungen ist. Ich hoffe, ihr traut euch jetzt endlich auch Joghurt selber zu machen. Es ist so einfach, geht so schnell. Ja, ich freue mich und wie gesagt, finde es echt schade, dass ich nicht schon vor vielen Jahren Joghurt selber gemacht habe. Ich habe zwar nicht ausgerechnet, ob das jetzt preismäßig günstiger ist, ich denke aber schon. Wir haben jetzt hier zum Beispiel, was haben wir denn hier? Ist es dann 1 Kilogramm Joghurt? Ich habe es gar nicht mal abgewogen. Oder ist das mehr? Weiß nicht, ihr könnt ja mal abwiegen. Also ich habe es nicht abgewogen, aber es ist jetzt zum Beispiel, meins ist jetzt natürlich in hoher Bio-Qualität. Und dann, ja, wenn ich das berechne, wie teuer jetzt so ein Bio-Joghurt 1 Kilogramm wäre, ist es auf jeden Fall günstiger. Das ist auf jeden Fall günstiger, aber es geht halt eher auch darum, ja, dass das selbstgemacht ist. Man weiß ja heutzutage nicht, was da doch vielleicht eventuell drin ist, aber nicht deklariert. Und vor allem ist der halt einfach schön lange gereift und hat nicht irgendwas noch drin, was das beschleunigt oder whatever. Man weiß es ja nicht. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, den Joghurt selber zu machen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Falls ihr sonst noch Rezepte von mir sehen wollt, die ihr sonst immer in den Vlogs seht. Ich weiß, ich zeige euch ja super viel immer in den Alltagsvlogs, was ich so koche und backe. Und viele finden die Rezepte nicht wieder. Das ist mir echt aufgefallen in den Kommentaren. Auch über Instagram bekomme ich Nachrichten. Ja, du hattest das gekocht. Irgendwo habe ich das gesehen. Wo ist denn das Rezept? Wo war das nochmal? Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare, wenn es irgendwelche bestimmten Gerichte gibt, die ihr sagt, das musst du nochmal separat unbedingt abfilmen, dann mache ich das sehr, sehr gerne für euch für ein Mittwochsvideo. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lässt. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis bald!